Mein Name ist Wojtek Lesiak, bin 18 Jahre alt und mache meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, Fahrzeugkommunikation. Also der Fußball ist schon ein sehr großer Ausgleich für mich. Man denkt an nichts, nur an Fußball. Fahrzeugkommunikationstechnik. Das ist eine der möglichen Spezialisierungen innerhalb der Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Also ich habe mich für den Beruf Mechatroniker Fahrzeugkommunikation entschieden, weil ich früh gelernt habe, mit Autos umzugehen. Also mein Onkel ist selber Kfz-Meister. Habe ich immer mitgeguckt, mitgemacht. Ja, und das blieb dann irgendwie kleben. Fahrzeugkommunikationstechnik ist Computertechnik und Elektronik. Natürlich wird einem in der Ausbildung alles beigebracht, aber gewisse Vorkenntnisse oder zumindest ein großes Interesse an Computern erleichtern sicher das Lernen. Die Elektronik wird in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Es wird immer mehr Elektronik im Auto geben. In den ersten zwei Jahren ist die Ausbildung für alle Kfz-Mechatroniker identisch. Man lernt als erstes einmal das ganze Fahrzeug kennen. In den letzten 1,5 Jahren erfolgt bei Schwerpunkt Fahrzeugkommunikationstechnik dann die Spezialisierung auf das Netzwerksystem des Kraftfahrzeugs. Dies können übrigens auch Nutzkraftfahrzeuge sein, die eine noch größere Funktionsvielfalt aufweisen. Grundeinstellungen an Fahrzeugen vornehmen, Steuergeräte aktualisieren und anpassen, Software-Updates installieren. Das alles verlangt den geübten Umgang mit Testdiagnosecomputern, mit deren Hilfe man auf umfangreiche technische Informationen zurückgreifen kann. Wer im Schwerpunkt der Fahrzeugkommunikationstechnik arbeitet, befindet sich in einem ständigen Lernprozess. Mich interessiert die ganze Technik, also wie viel Technik in so Autos drin steckt. Deswegen habe ich den Beruf gewählt und wie das alles funktioniert, das wollte ich wissen. Leitungen für Netzwerke und Steuergeräte sowie Sicherungen liegen immer hinter hochwertigen Verkleidungen. Bei der Demontage muss man genau wissen, wo welche Bauteile zu finden sind und wie man die Verkleidungen lösen kann. Denn eine Beschädigung der edlen Leder- oder Holzverkleidung kann den Kunden verärgern. Der Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Fahrzeugkommunikation, lernt während seiner Ausbildung alle Elemente der Fahrzeugkommunikationstechnik kennen. Hightech-Assistenzsysteme, Sicherheits- und Infotainment-Systeme, sie alle sollen schließlich dazu beitragen, das Fahren sicherer und angenehmer zu gestalten. Wenn die Technik wieder hinter edlen Verkleidungen verschwindet, ist es wichtig, dass später nichts vibriert und keine störenden Geräusche zu hören sind. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, haben mich alle Mitarbeiter super nett begrüßt. Ich habe ja nicht alleine angefangen, ich war ja noch mit drei anderen da. Und die haben uns alle super nett aufgenommen, also war ja schon klasse. Also die haben uns alle geholfen. Zum Meister konnten wir jederzeit gehen und halt zum Chef auch. Der hatte auch immer ein offenes Wort für uns. So, dann rennst du mal durch, aber wenn du Fragen hast, fragst du mal. Der rasante Einzug neuer Technologien im Kraftfahrzeug bringt große technische Herausforderungen mit sich. Entsprechend hohe Anforderungen verlangen Diagnose und Reparatur der Systeme. Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Fahrzeugkommunikationstechnik. Ein zukunftsorientierter Beruf, dessen Faszination im Beherrschen der komplexen Systeme und Bordnetzwerke besteht.